Zeichnen wir noch einmal den Geschichtsbogen bis zur Ablösung der Bundesrepublik Deutschland durch den westdeutschen Notstandsstaat nach. In der Form des klassischen Kriegsvertrags zwischen Oberbefehlshabern militärischer Streitkräfte fand mangels geeignetere Institute des überkommenen Völkerrechts die bedingungslose politische Kapitulation des Naziregimes in seiner Gesamtheit, die mangels Durchschlagskraft der inneren demokratischen Widerstandskräfte nur durch die Intervention der Weltbürgerkriegskoalition gegen Hitler herbeigeführte Reduzierung des deutschen Politikums auf Null, einen fragmentarischen juristischen Ausdruck. Das war der Beginn einer Nachkriegszeit, von der der Neubau eines deutschen demokratischen Staats erhofft wurde. Ende der Nachkriegszeit wäre danach jener Zeitpunkt gewesen, zu dem dieses Deutschland sein demokratisches, staatliches Organgefüge komplettiert, seine gesellschaftlichen Strukturen entnazifiziert und seine Verantwortungen nach außen für Vergangenheit und Zukunft friedensvertraglich festgelegt hätte. Tatsächlich war es der Beginn einer Nachkriegszeit, in der die Anti-Hitler-Koalition alsbald in die Blöcke des Kalten Krieges auseinanderbrach, die westlichen Besatzungszonen aus der suspendierten Staatlichkeit Gesamtdeutschlands ausscherten und sich als souveräne Bundesrepublik um den gewiss verlockenden Preis enormer Wirtschaftshilfen, sanierter Währung und gestoppter, bis dahin mit starrsinnigem Formalismus durchgeführter oder durch Persilscheinpraktiken illusorisch gemachter Massenentnazifizierung atlantisch integrieren ließen. Zwar sind Äußerungen wie die eines hohen amerikanischen Offiziers gegenüber dem Verfasser dieser Zeilen, man habe das erwünschte Bündnis mit der deutschen Speerspitze viel früher, bequemer und wirksamer durch ein Eingehen auf die deutschen Angebote der letzten Wochen vor dem 8. Mai 1945 erreichen können, nicht repräsentativ für die Initiatoren der Atlantischen Paktpolitik. Doch weisen sie auf objektive Zwangsläufigkeiten hin, über die man sich damals auf beiden Seiten kaum in vollem Umfang Rechenschaft abgelegt hat. Sog und Effekt der Ex-Post-Nullifizierung der Stunde Null. Dem entspricht der seit den ersten Landesverfassungen von Ende 1946 bis zum Erlass des Grundgesetzes im Mai 1949 bereits feststellbare Verlust an demokratischer Substanz, der auf der Grundlage geschichtsklitternder, antiplebiszitärer Zwecklegenden verfassungstheoretisch zur Problematik einer allen Ernstes die Ansprüche der neuen machthabenden Eliten zum hypothetischen Volkswillen umstilisierenden Repräsentativdemokratie aufgedonnert wurde. Die Bundesrepublik Deutschland aus dem Datenkranz von Wirtschaftssanierung und Vergangenheitsverdrängung in einer internationalen Spannungs-, Notstands- und Ausnahmesituation, die innerstaatliche Tendenzen zur Präponderanz der Exekutiven begünstigte, als Kind des Kalten Krieges geboren, erhielt mit ihrem Grundgesetz immerhin noch eine Verfassung, die der freien Entfaltung bürgerlicher Demokratie hätte Raum geben können. Es war das demokratische Glück dieser Verfassung, dass sie vor der Koreakrise entstand. Doch schon seit 1951 presste das in der Anstrengung um die staatliche Konsolidierung gegenüber dem Vorwurf der Spaltung aus dem Osten entstandene, allgemein rechtsstaatlich und auch vor dem Grundgesetz objektiv unhaltbare und dennoch nicht in Frage gestellte politische Präventivstrafrecht des verhängnisvollen Blitzgesetzes, erstes Strafrechtsänderungsgesetz, Gesichtsfeld und Bewegungsraum des politischen Meinungs- und Kräftespiels immer mehr zusammen. Dieses fatale, aus überhängender Staatsräson geborene, mit seinen Tatbeständen in der ganzen westlichen Welt beispiellose Notstandsrecht des Normalzustandes wurde außerdem noch an das an sich durchaus rechtsstaatliche Legalitätsprinzip gebunden und das damit einsetzende inflationäre Ansteigen der Fälle beschleunigte den Schrumpfungsprozess der akzeptierten politischen Verhaltensmuster. Im politischen Denken überhaupt und mit unmittelbarer Auswirkung auf Verwaltung und Rechtsprechung erhält nicht systemkonformes Agieren und Agitieren nur noch qua Ausnahme unter dem Begriff der Toleranz einzelne Zugeständnisse an Freiheit,
Während doch die ideologiefreie Interpretation der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes das Prinzip der Freiheit für alle politischen Richtungen ergibt und Eingriffe in diese Freiheit allenfalls als transitorische Ausnahmen in voller Erkenntnis ihres vorrechtsstaatlichen und vordemokratischen Grundcharakters erträgt. Die Regel der Freiheit und die Ausnahme der Restriktion haben ihre Plätze vertauscht. Die einzelnen Stationen des gelegentlich, jedoch fast nie an den wirklich bedeutenden Weggabelungen mit wirklich bedeutender Bremswirkung durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verzögerten Verfalls können hier nicht verzeichnet werden. Die letzte Stufe ist erreicht. Die Demokratie, die keine demokratische Theorie auszubilden vermochte, verwandelt sich de facto und von nachziehenden, begleitenden, ergänzenden und bahnenden Rechtswegen in eine von der Wählerplebs nicht mehr affizierte, technisch hochgradig leistungsfähige, nicht mehr gesellschaftsreproduzierende Führungsmaschinerie, deren Bedienung allerdings noch weithin das Rollenbewusstsein abgeht. Der nach einer theoretischen Orientierung an Antiquitäten ausgebildete Föderalismus fällt mit dem Wirtschaftsabschwung über etappenweise erzielte Gleichschaltungen zur Großen Koalition notwendig den zentripetalen Kräften zum Opfer. Das Versiegen gesellschaftlicher Demokratisierung nach der Restauration der demokratischen Staatsform verstärkt das magnetische Feld der zunächst Parteien, dann Presse und demnächst Verbände ansaugenden Verstaatlichung. Im vielgestaltigen Ensemble vielfältig ineinandergreifender Faktoren und Maßnahmen gehört die Notstandsgesetzgebung im Wesentlichen zum bahnenden Recht. Es dient einem zäsur- und geräuschlosen, perfekten, gleitenden Übergang, der die Abmarkung der Qualitäten umso schwerer macht, als von der Notstandsverfassung im Auf und Ab von Boom und Rezession jederzeit auf den Hohlkörper des in großen Teilen stehenbleibenden Grundgesetzes zurückgegriffen werden kann. 1933 findet nicht statt, weder an der Fassade, statt Darbietung von Fackelzügen wird ein alter grauer Austerity angekündigt, noch in den Vorräumen. Das eingebrachte Gut an erheblichen rechtsstaatlichen Beständen erfährt in dem ganzen breiten Raum systemkonformen Wohlverhaltens keine Schmälerung. Da es im Übrigen keinen Mob gibt, braucht kein Mob gezähmt zu werden. Noch im Kerngehäuse, das unendlich sorgfältig gesponnene Netz überleitender Legalitätsfäden weist viel eher auf die minoritäre Trägerelite des Präsidialregimes vom Sommer 1932, die der politischen Dominante des 20. Juli 1944 verwandt ist. Da sie immerhin einiges aus der Geschichte gelernt hat, hat sie mit der submissesten Hilfe der Konkurrenzpartei den Anschein einer nationalen Konzentration zu bewirken verstanden, ohne bis jetzt die rechtsstaatlichen Risiken eines 30. Januar in Kauf nehmen zu müssen. Im Wettlauf mit dem Rechtsextremismus wird sie sich auf das Minimum des Notwendigen beschränken und lieber heute als morgen die Sache mit dem Osten fürs Erste bereinigen, um den ihr auf den Nägeln brennenden innenpolitischen Notwendigkeiten gerecht zu werden. Nichtbewältigung des Nationalsozialismus heißt Scheitern der Demokratie, aber es heißt nicht Wiederaufnahme, sondern weiterhin bloß Verdrängung der Vergangenheit, solange der Rechtsstrahl der staatsbürgerlich proletarisierten Massen unter Kontrolle gehalten werden kann. Während dieser Zeit bleibt im Parlament und bleiben in Parteien und Verbänden noch eingefrorene demokratische Reserven erhalten. Dem deutschen Demokraten bleibt beim Übergang in den permanenten Notstand eine bescheidene Hoffnung, dass die demokratischen Reserven immer noch auftauen können und daraus Kräfte erwachsen, die unter Nutzung der weitgehend intakten rechtsstaatlichen Institutionen in der Lage sind, die Binde von den Augen des Volkes zu reißen. Lärm kann ein Taumittel sein, aber nur, wenn er der Analyse angepasst ist.